Moin moin liebe Zockerfreunde, willkommen zum Live Reset hier vom Shop. Und ja, den Prophet Skin haben wir schon, die reaktive Tarnung werden wir uns auf jeden Fall gönnen. Die Day heißt die gute Tarnung. Irgendwie so gibt's hier kein Video zu. Ah doch, hier. Hier, nice. Ist für die Schrotflinte? Ja, für die Mob. Egal, kaufen wir. Überall benutzen eigentlich, ne? Naja, stimmt. Ja, wir müssen ja erstmal freischalten. Aber sieht halt schon richtig nice aus, die Tarnung. Und dann gucken wir noch rein. Der Richtofen ist wieder da. Ja, leider überhaupt nicht so mein Ding für den Blackout-Modus. Da ist er für den Alex recht cool. Ist halt schon ein nicer Skin, wenn man den Blackout-Modus spielt und der Daimyo ist wieder da. Ja, das waren, den hole ich mir jetzt halt aber auch einfach, damit ich so gesehen alle Skins habe, die es mit der Operation Zero gab in der Verbindung zusammen, außer die Blackout-Skins. Ja, und dann gibt es ja noch ein paar Stufen hier oben zu ballern, würde ich sagen, ne? Schon wieder Kirschblütentarnung drin. Was ist? Dreierpack? Was heißt das, Bruder? Kaufen Sie den Dreierpack und Sie erhalten die Streetmeister-Kunst, das Zero Sultanina-Outfit und 10 Stufen. Wo siehst du das? Bruder! Wo? Wieso gibst du das so nicht, Junge? Mir fehlen 500 Points. Wo ist das? Für die Maddox eine Meisterkunst. Da steht ganz unten, wenn man Schmuggelware drin ist. Bruder, ja. Die 500 Points, die haben wir auch noch eben ganz kurz. Warte mal mit. Bei mir gibt's das nicht. Wie bei dir gibt's das nicht? Gibt's nicht! Ich hab die rausgepatcht! Würde mich ja ankotzen. Digga! Würde mich schon nerven. Ja moin, ich kann keine Call of Duty Points kaufen. Doch jetzt. Mich ja nerven. Jetzt mal. Jetzt lädt der irgendwas herunter. Ach, der muss das bestimmt erst herunterladen oder so. Kein Plan. Nur mal eben schnell 500 Coins auf nass. Nur damit ich mir das hier gönnen kann, Junge, weil Maddox Meisterkunst, Bruder. Steht die Frage nicht, Alter, direkt holen. Ja, ohne Witz. So Tanina habe ich zwar, aber die 10 Stufen nehmen wir auch gerne mit. So, das war das Letzte, was wir uns hier gegönnt haben jetzt. Ist irgendwas noch dabei gewesen? Phalanx für den Ajax, den haben wir uns schon gekauft. Das war jetzt halt nicht so dolle. Klassisch. Hey. Für die Schmettery. Dann gab es noch mal den Dschungel für den Ajax. Ja, also die Stufen haben jetzt nichts gebracht, außer vielleicht den Phalanx, aber den haben wir ja schon. So, dass sich das halt nicht gelohnt hat, aber vielleicht sind wir jetzt näher an der Reaktivtarnung dran. Natürlich nicht. Und wir haben jetzt halt den Daimyo direkt freigeschaltet. Digga, ich habe den Pharao bekommen für den Prophet. Ja, nice. Sieht hart nice aus. Aber den, ja, hatte ich schon. Ne? Ja. Ach, jetzt mal. Ja, lol. So, geh jetzt eben in den Mehrspieler, weil das, was ich halt am meisten feiere, das kann ich halt gar nicht nutzen, weil ich habe die Maddox nicht freigeschaltet. Die kommt nämlich erst ab Level 49, aber dazu kommen wir jetzt auch. Denn, liebe Freunde, ab Donnerstag gibt es pünktlich zum Valentinstag, was gibt es Schöneres als am Tag der Liebe, doppelte EP, liebe Freunde, für Call of Duty. Ist so, Bruder. Das heißt, da kann man richtig durchziehen. Nicht nur doppelte EP, sondern auch doppelte Waffen-EP. Und auch für den Schwarzmarkt und Zombie für die Liebhaber dieser Leute, dieser Tarnungen. Und Waffen und so weiter und so fort gibt es natürlich auch alles doppelt. Also, rüsten Sie diese Tarnung aus und schaffen Sie 9 Abschüsse in einem Spiel, um Ihre reaktive Form zu enthüllen. Ja, das machen wir heute Abend mal live im Stream. Entweder hier auf YouTube, liebe Freunde, oder einfach auf dem Twitch-Kanal von uns. Seht ihr alles in der Beschreibung.
je nachdem, wo der Alex oder ich halt streamen. Ja, das war es dann auch schon wieder. Also merkt euch, liebe Freunde, richtig coole Sachen sind dazugekommen. Finde ich, für die, die es noch nicht hatten, ist die letzte Möglichkeit hier zum Beispiel, also hoffe ich, dass denn wirklich neue Tarnungen kommen, wenn eine neue Operation am Start ist. Die Kirschblütentarnung ist, glaube ich, jetzt auch die letzte Möglichkeit, wenn man denn davon ausgehen könnte, dass nach der Operation Zero alles neu wird, liebe Freunde. Ich hoffe es wirklich sehr, dass halt neue Waffen in die Multiplayer Einzug erhalten und auch neue Sticker, Tags, Bemalungen, Skins. Weil Alex und ich haben halt, wie gesagt, soweit alle Skins jetzt geholt. Ich habe hier unten das Paket. Nicht nur der Sultanine-Skin ist richtig nice. Den gab es, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche zu kaufen. Ist einer der besten Skins für die Zero, liebe Freunde. Aber auch den Maddox Meisterkunst-Skin. Die Carbon-Cobra. Die wollten wir halt unbedingt haben. Hey, sind da zwei bei? Spezialwaffe und Meisterkunst. Hey, guck mal, enthält die Spezialwaffe Carbon-Cobra. Also für die Maddox ist das dann. Und zwei Objekte, die sofort verfügbar sind. Eine eingepackte reaktive Tarnung und die Street-Meisterkunst-Variante. Für die Maddox halt. Ja, richtig. Ja, da ist irgendeine Reaktivtarnung bei. Ja, ich glaube, das ist da eine. Warst du dabei? Du hast doch mitgespielt, wo der eine Dude die MX9 mit den goldenen Flügeln hatte, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, ob die das ist. Oder? Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall. Richtig nice. In diesem Sinne, wir sehen uns im Stream, liebe Freunde. Wie gesagt, entweder hier auf YouTube oder auf Twitch einfach vorbeischauen. Die Links sind in der Beschreibung oder hier einfach ein Abo dalassen. In diesem Sinne sehen wir uns dann im Stream später wieder. Macht's gut.